Ja, warum habe ich so das Gefühl, dass mich am Ende jedes Weges irgendwie eine Prüfung erwartet? Schwach pulsierende Strähnen Seelenessenz sammeln sich hier, als ob sie beieinander Trost suchen würden. Als du deinen Geist zu ihr ausstreckst, scheint die zerbrochene Seele dich ebenfalls anzusehen. Die verdammte Drachin zischt, als du den Streitkolben in die Unterseite dieses Kiefers treibst. Sie versucht, dich vom Widmarf wegzubringen, aber du duckst sie unter ihren Klauen weg. Du rammst ihr die Kanne deines Schilds in den Hals. Du wirst ihr nicht wieder den Durchgang in die Welt der Lebenden ermöglichen. Mit einem abrupten Schmerz endet die Vision. Die Strähnen der zerbrochenen Seele kleben wie Spinnenweben an dir. Aha. Ich fand ein Stück fragmentierte Seele der Wächterin. Wenn ich die anderen auch finde, erfahre ich vielleicht etwas über Neri Silas. Na gut, Römergrant hat mich nur vor seinen Dienern gewarnt. Er hat nicht gesagt, dass er zulässt, dass mich sein Reich verschlingt. Das wäre auch recht kontraproduktiv, wenn er mich darum bittet. Oh, interessant. Hier ist auf jeden Fall ein Weg rüber. Sieht fast so aus, als ob das von hier nach da gehen würde. Fragment von Rianda, Fragment, Fragment. Ja, wie auch immer hier dieses Becken existieren kann und wie man auch immer auf die andere Seite rüberkommt, gibt es so keinen direkten Weg. Ja, noch ein Teil der wandernden Seele. Die schwach pulsierenden Strähnen Seelenessenz erstrecken sich in deine Richtung, verweben sich mit jenen, die du zuvor gesammelt hast. Der Geist wird in dir stärker. Es ist eine Ehre, hat deine Mutter dir gesagt. Der Altar des Niedergangs wird nur selten Gandau aus den Stämmen. Aber als das Land hinter dem Schiff zurückfällt, zerbricht es dir das Herz. Du hast noch nie solche Wärme für deine kalte Heimat empfunden, wie in dem Moment, da sie nicht mehr um dich ist. Ihr werdet nach Norden segeln, verredet hier der Kapitän, weit westlich von Nasitak und seinen wahrhaften Verteidigern. Die Reise wird Wochen dauern, aber es geht schnell, sagt er und deutet auf die Ruder, wenn du mit uns anderen ruderst. Die aufgeführte Essenz lässt sich in dir nieder. Ja, über das Wasser kommen wir leider auch nicht. Die schwach posierenden Strähnen Seelenessenz erstrecken sich in deine Richtung und verweben sich mit jenen, die du zuvor gesammelt hast. Der Geist wird in dir stärker. Rian, der Olrins Tochter, erneut aufgrund ihres Herumwanderns vor die Alten gebracht. Verlassen die alleine den Clan, haben sie gesagt. Würde es immer wieder sagen und die Worte mit einem Stab aus geschnitzten Knochen in ihre Schultern hämmern. Au! Das Land ist eines der Enden, die grausame Domäne der Bestie des Winters, die unter dem Schnee über den Sternen und den blutroten Fangzähnen und Klauen laut. Gehe nie alleine. Das Mädchen wird nicht lernen, erklärte Bjarniolf ihn, denn ihre Ohren sind zugefroren. Sie will ihm einen Schlag verpassen, aber er ist ein bärenblütiger Erwachsener und sie bloß ein Kind vom Fisch und Bären. Es ist keine weiteren Prügel wert. Der Ältere bringt sie zum Schweigen. Sie wird lernen, antwortet der verschrumpelte alte Elf. Oder sie wird sterben. Unabhängig davon gehört sie Römergrant und nicht dir. Die zusammengesetzten Seelenfragmente pulsieren wie ein Herz. Na, mal gucken, ob hier unten was ist. Hier unten ist nichts. Und ich glaube, ich kann mal normal laufen. Weil den einzigen Gegner, den ich bis jetzt gesehen habe, habe ich schon getötet. Und der zweite hat mir hier ein riesiges Loch hinterlassen. Aber zwischendurch mal ein Quicksave machen. So, da ist noch Seele. Da ist eine Truhe. Splitter des Nichts. Dieser kalte schwarze Splitter besteht aus Essenz, die im weißen Nichts zerbrochen und verdichtet wurde. Ihn mit bloßen Händen zu berühren ist unklug, daran zu lecken noch viel mehr. Okay. Du hast gerade erst begonnen, dich der Essenz zu nähern, als sie bereits auf dich zukommt. Hingezogen in die wachsende Seele, die an deiner eigenen hängt. Als sie gekehrt, überkommt dich. Du musst die Schreie ignorieren, sie ausblenden und dich konzentrieren. Der Drache ist von den Toren und du hast nur wenige Momente Zeit, bevor er sie einreißen wird.
den Midwaff erreicht und sich an Remagans Tor weidet, wie er das mit so vielen deiner Art getan hat. Du wirst es nicht zulassen. In deinen Gebeten öffnest du den Weg zu Rümerkant, schmiedest einen Pfad aus deiner Seele, vom hier durch in das Jenseits, in die tiefsten Tiefen des weißen Nichts. Er nimmt an. Der Widmar öffnet sich, der Winter erobert alles. Der Geist löst sich von dir und tritt zurück, während er eine sichtbare Form annimmt. Eine Seele steht vor dir, schimmert und verschwommen. Ihre kantigen, elfischen Gesichtszüge gehen an ihren Rändern und Extremitäten ins Nichts über. Du erkennst ihre Gestalt als die gepanzerte Leiche, die gefroren im Tempel hinter dem Portal steht. Du hast hier nichts verloren. Die Stimme der Seele scheint von überall her gleichzeitig zu kommen. Von ihr, von der Luft um dich herum und aus deinem Kopf. Ihre Kette läuft an den Seiten deines Halses herunter. Eine Taubheit erstreckt sich von deinen Ohren bis zu deinen Schultern. Vatni steht mit offenem Mund vor dem Phantom und entfernt sich einen Schritt in die Richtung des Portals. Wo habe ich nichts verloren? Das ist so eine Angewohnheit von mir. Ich habe eine Einladung. Yes, you and all others. Yet you arrive before the appointed hour. Ja, du und all die anderen. Trotzdem kommt ihr vor der festgelegten Zeit an. Sie runzelt die Stirn. Oder vielleicht danach. Als die Gestalt einen Schritt näher kommt, wird die Luft kälter, trockener. Frost breitet sich von ihren Füßen aus. You retain yourself. Your life. Your awareness, your soul. How? Du kannst dich selbst bewahren. Dein Leben, dein Bewusstsein, deine Seele. Wie? Ich bin ein Wächter. Interesting. And advantageous, I suspect. But relevant? Interessant und vorteilhaft, vermute ich, aber relevant. Deine Anwesenheit impliziert, dass Rümerkant eine neue Beschützerin auserwählt hat, um der Drache in die Klinge zuzuführen. Und zu bestehen, wo ich versagt habe. Du hast versucht, dieses Monster zu töten. Weißt du, was es ist? Wer bist du denn überhaupt? Du musst dich hier ziemlich gut auskennen. Wer bist du überhaupt? I was Reinhider of the Gunthor. Ich war Rinhaidir vor den Gandor. Jetzt bin ich nicht mehr als der Schatten, den du vor dir siehst. Du hast versucht, dieses Monster zu töten. Weißt du, was es ist? Before it came here, it was a dragon. What it has become since exactly, I cannot say. Bevor es hierher kam, war es eine Drachin. Was es seitdem ist, kann ich nicht genau sagen. It fell upon our temple, wielding powerful wizardry. I believed that it desired the temple itself, or our accumulated lore. Es ist mit mächtiger Magie über unseren Tempel hergefallen. Ich dachte, es hätte es auf den Tempel selbst abgesehen, auf unsere Sammlung an Wissen. I was mistaken. Aber damit lag ich falsch. Worauf hat es die Drachen abgesehen? Rimagan gifted our people with a veet mouth that we might yield to him. Those objects or individuals that persisted beyond their value to the clans. Rümerkant hat unserem Volk den Widmauf geschenkt, damit wir ihm jene Objekte oder Individuen übergeben können, die über ihren Wert für die Clans hinaus existieren. In its desire to dominate the Deadfire, the worm sought to retrieve one or more of the sacrificed relics. In ihrem Wunsch danach, über das Todesvolk zu herrschen, hat die Drachin versucht, eines oder mehrere der geopferten Relikte zu erlangen. Ihre Stirnrunzel verwandelt sich zu einem schiefen Grinsen. Even if it claimed the relics, the fool cannot return. Its body long since destroyed. Selbst wenn sie die Relikte für sich beanspruchen konnte, konnte dieser Kumpfkopf nicht mehr zurückkehren. Ihr Körper war längst zerstört. Still, its soul persists against the power of this place, and I would see it ended. Dennoch existiert ihre Seele entgegen der Mächte dieses Ortes und dem will ich ein Ende bereiten. Die Drachen wirkte ziemlich ganz, als ich vor dem Tempel gegen ihn gekämpft habe. Was but a shadow forged of spirit stuff by the worm's own will. Das war nur ein Schatten, erschaffen aus Geistermaterie durch den Willen der Drachin. You claim that the dragon manifested itself from ambient essence? Du behauptest also, die Drachin habe sich aus Umgebungsessenz manifestiert? Dem Heiner nickt als Antwort. As if it's a chanter who can chant up itself. Wie ein Sänger, der sich selbst herbeisingen kann? Ja, wie schließe ich den Widmaf? It is sacred to Rimagant. Warum? Es ist Rümerkant heilig. Ein verwirrter Stirnrunzel verzierte das Gesicht. Wenn ich nichts unternehme, wird das gesamte Todesfeuer bald mit Eis bedeckt sein. Alles endet irgendwann einmal. Seufzend schüttelt sie den Kopf. Tu, was du willst, solange du den Drachen tötest. Ich muss diese Drachen finden. Know that the white void will consume you, however.
Dann musst du sie weiter unten suchen. Du sollst aber wissen, dass das Weiße nichts dich verschlingen wird. A few souls here cling tenaciously to Gwyllians. Some for as long as centuries. Seek them, if you would know the secrets of their longevity. Einige wenige Seelen hier klammern sich hartnäckig an ihren Zusammenhalt, manche sogar schon seit einigen Jahrhunderten. Wenn du Geheimnisse ihrer Langlebigkeit erfahren willst, musst du sie aufsuchen. This place decomposes spirits. Do not be surprised if the souls require repair before rendering you aid. Dieser Ort zersetzt Geister. Sei nicht überrascht, wenn die Seen repariert werden müssen, bevor sie dir helfen können. I imagine, though, that the Beast of Winter would prefer you hasten their dissolution. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass die Bestie des Winters es bevorzugen würde, wenn du ihren Zerfall beschleunigst. Ja, wenn ich kann, werde ich helfen. Ich sollte vielleicht von hier verschwinden. Das Todesfeuer braucht mich ganz Körper und Seele. Ich versuche, keine Gewohnheit daraus werden zu lassen, die Arbeit der Götter zu machen. Ja, nehmen wir mal das. Ich könnte darauf etwas antworten, aber das wird dein Wunschdenken nicht unterbinden. Palegina nickt. Ihre Mundwinkel ziehen sich dabei zu einem leichten Grinsen nach oben. Renanda zuckt in ihrer Rüstung mit den Schultern. Dann geh, das hier wird sich von ganz allein in Frost und Ruinen auflösen. Ja. Ich fand ein Stück der fragmentierten Seele der Wächterin. Das hatten wir schon. Neresilas hat sich in seiner Höhle versteckt, tief im weißen Nichts. Die Beschützerin Renan, der warnte mich davor, ohne Hilfe von den hiesigen Wesen noch tiefer in Römer ganz reich vorzudringen. Ich könnte diese verfallenen Reiche nach magischen Hilfen durchsuchen und vielleicht auch die Hilfe von Seen heranziehen, die ich in dem blassen Abgrund über Wasser halte. Alternativ könnte ich die Seen zerstören und ihre Essenz Rimmergrant liefern, um mir die schwer erreichbare Dankbarkeit des Gottes zu sichern. Na gut, gucken wir einfach mal. Die endlosen Anfragen. Oh, sag bloß, ich kann jetzt hier... Ja, hier kann ich lang, okay. Aber hier kann ich nicht rüber. Das heißt, ich habe jetzt die Brücke der Flammen, die endlosen Anfragen. Das untergegangene Königreich. Ja, nur hier oben komme ich noch nicht rein. Was ist hiermit? Ein Strahl aus hellem glänzenden Licht durchschneidet die trübe Weite des Jenseits. Und das Licht darum ist die Luft merklich wärmer als im Rest des Reiches. Ins Licht blicken. Die Lichtquelle ist so weit weg, um deinen Augen schmerzen beim Versuch, sie auszumachen. Du vermutest, dass hinter dem Licht mehr steckt, als man mit bloßem Auge erkennen kann. Aber das gilt für viele Dinge in diesem Reich. Ja, zur Seite treten. Ja, ich habe jetzt drei Wege erstmal. Weil das Wasser kann ich nicht ablassen. Also ich komme noch nicht an die Truhe hier ran. Außer sie kann mir irgendwie helfen. Greetings again, walker between worlds. Ich grüße dich erneut, Wanderer zwischen den Welten. Was there something else you wish to ask? Wolltest du noch etwas wissen? Ja, ich habe deinen Körper vor dem Portal gesehen. Sie nickt langsam. I called upon the Beast of Winter and his rhyme fell upon us, slaying us where we stood. Wir konnten weder den Tempel noch den Widmarf beschützen. Ich habe die Bestie des Winters gerufen, also Römerkant. Und ihr Frost ist über uns gekommen. Er hat uns auf der Stelle niedergestreckt. Even that proved insufficient. The last thing I saw as Frost took my sight was the worm clawing past us and into the moor. Sogar das hat sich als unwirksam herausgestellt. Das letzte, was ich gesehen habe, bevor der Frost mir das Augenlicht nahm, war der Drache, der sich seinen Weg durch uns in den Schlund malmte. Kannst du mir mehr von den Echo-Reichen erzählen? I can tell you of but three. There are others, but they exist beyond my ken. Ich kann dir von genau drei erzählen. Es gibt noch weitere, aber sie existieren außerhalb meines Wissens. Each reflects the souls within. Spirits adrift upon the calamity that claimed them.
Some souls cling more tightly than others. Jedes von ihnen spiegelt die Seele darin wider. Geister, die durch die Katastrophe, die sie hinfortgerissen hat, restlos umherwandern. Einige Seelen klammern sich fester als andere. Drowned Kingdom of Salt and Coral. A copper realm, chained in questions. These were here when I arrived. Ein versunkenes Königreich aus Salz und Korallen, ein kupfernes Reich in Ketten aus Fragen gelegt. Diese waren hier, als ich angekommen bin. The third realm is young dead. And as hot as a festival flame. Das dritte, der Reich, ist noch jung und so heiß wie eine festliche Flamme. Hier unten ist also ein komplettes versunkenes Königreich? Yes. And also no. Ja und auch nein. Sie runzelt die Stirn in dem Versuch, die Worte zu finden, die eine adäquate Erklärung darstellen könnten. More the echo of the kingdom's end. The whole of it fell in one great calamity, I think.